herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen Pro Cycling Manager. We play as a career and genau. Wir spielen etwas weiter an der Karriere. Tour de Normandie. Wir gehören natürlich zu den absoluten Top-Favoriten und ich würde sagen, gehen wir ins Rennen und sehen uns gleich, wenn die Tagesform erscheinen. So, unsere Tagesformen werden uns jetzt vorgestellt und präsentiert eine minus 3. Cool, Digga. Cool. Na gut, also viel mehr muss ich zu den Tagesformen nicht sagen. Das hast du nicht. Das wir sehen uns später. Dann, wenn es in die Entscheidung geht. Oha, ist ja schon gleich so weit. What the fuck, Digga? So, servus. Wir sind zurück auf den letzten 30 Kilometern dieser Etappe. Ich habe überhaupt gar keinen Bock, aber egal. Und warum beschützt sich Piras? So, dann wirst du 57, 59, 60, 60 Anfahrer, Sprinter. So. Würde ich sagen, lassen wir den ein bisschen sammeln und das in der mal 8, weil. Ja, warum nicht? Oh Gott, Digga. Ach du heilige Schande. Achso, ja, ich könnte auch nochmal Wasser holen. Das heißt, du machst jetzt wieder ein bisschen Tempo und du holst mir Wasser. Und ja. So, dann kann ich hier jetzt wieder den machen. Dann geht's hier jetzt zack weiter. So, die Bergwertung haben wir gerade passiert. Okay, und dann sind hier auch schon die letzten Kilometer. Man braucht nur, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, sorry. Okay, da kann ich direkt auch schon mit Freddy die 99 bolzen. Schön viele Kurven, das gefällt mir. Ach, Digga, Leroux. So, Gadi, kommst du auch nochmal raus da? Aus dem Loch? Nein. Ach, Digga, man kann halt mit diesem Scheißdrecksteam nichts anfangen. Ja, toll. Das war's mit der Etappe. Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Beziehungsweise, was heißt neues Video? Es wird wahrscheinlich die Fortsetzung von dem vorherigen aufgenommen Video sein, was ich vor ein paar Tagen aufgenommen habe. Da war ich halt danach maximal gebrochen und, ja. Na, keine Chance, ich simuliere das Ganze jetzt mal. Ja, nach dem Rennen hatte ich gar keinen Bock mehr. Ist es unmöglich, mit diesem Team irgendwas zu reißen? Falls ihr das Projekt weiterhin sehen wollt, schreibt nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Ich könnte mir vorstellen, das Ganze mit einem anderen Team zu machen. Ja, da höre ich natürlich am liebsten auf euch und das ist eure Meinung mir sehr wichtig. Ja. Auf jeden Fall sehen wir uns dann wahrscheinlich im nächsten Rennen oder sobald irgendwas anderes Spannendes passiert. So, ich glaube, wir gehen in die Ausreißergruppe. Oder versuchen es zumindest. Auf der Etappe vorher hatte ich es auch schon mal mit Piras versucht. Das ist ein bisschen schief gegangen. Auch wenn ich trotzdem noch mir 3 Bergpunkte einsammeln konnte. Und zwar jeweils immer einen. Na, ich versuche es einfach mal. In die Ausreißergruppe zu kommen. Und mal gucken, ob das auf. Ne, geht nicht auf. Auf keinen Fall. Weil hinterher gefahren wird. Gibt es an mir? Als wenn die Piras nicht weglassen. Laber. Laber, Junge, laber.
Nee, ist Gottes. Naja, auf jeden Fall sind wir uns dann auf den letzten Kilometern. So, willkommen zurück auf den letzten Kilometern. Ich habe das Wasser holen verpennt. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen doof. Braucht ihr mich zu erzählen? Mache ich das jetzt aber noch? Kommt bestimmt noch an vorne. Auf jeden Fall geht es diesmal um eine vernünftige Position. Und dabei soll mir Freddy helfen. Da ist eine plus 2. Da ist bestimmt was drin. Ich bin das Einzige, die triggert so hart. Du kriegst direkt schon mal einen Energiegel. Großer. Das Energiegel war zu früh, ich weiß. So. Die Position ist bis dato ganz gut. Wenn es jetzt so erstmal bleibt, wäre ich sehr zufrieden. Ist gut. Ist gut, ist stark die Position. Muss aber schon etwas früher sprinten, um wirklich eine gute Position zu haben. Und guck, Digga, das verstehe ich halt nicht. Präsenti hängt sich dann wieder irgendwo auf. Oder hier schon wieder. Woran liegt das? Woran liegt das? Ich spiele dieses Spiel nie wieder, Digga. Ich spiele nie wieder. Das war's mit der Folge.